Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und willkommen im Deutschkurs. Ich bin Andrea Russen und wir lernen noch ein bisschen Deutsch zusammen. Und Sie erinnern sich daran, wir waren letzte Woche ganz schon sportlich, aber jetzt tut mein Rücken so weh, ja? Also, heute lernen wir über Körperteile und über Befinden sprechen. So, also. Heute erinnern wir uns an das Thema Körperteile. Wir werden selbstverständlich dabei auch die Artikel und die Possessivartikel üben und wir sprechen über das Befinden. Also wie fühlst du dich? Tut es dir was weh oder bist du ganz gesund? So, also wir beginnen. Und wir haben hier einen schönen Menschen, ja, das ist der Mensch. Und wir wollen schon die Körperteile identifizieren. Ja? Reswan und Anne werden mir dabei helfen, wie gewöhnlich. Hallo Anne. Hallo. Hallo Reswan. Hallo. So, ihr seht ja den Menschen hier an der Tafel. Wer könnte mir sagen, was Nummer 1 ist? Und man meint nicht der Kopf, sondern ja, Reswan. Das Haar. Das Haar, genau. Das Haar, Börl. Anne, Nummer 2. Der Kopf. Der Kopf, genau. Der Kopf, Kapul. Nummer 3, was wann? Ist das der Gehirn? Das, nein. Nein, oh. Das ist, wir hören damit, was wann? Wir hören damit. Das ist das Ohr. Ja, das Ohr, ja, Nummer 3, das Ohr, man sieht das nicht so gut, ja. Nummer 4 auf der anderen Seite, Anne? Das ist das Auge. Das Auge, genau, damit können wir sehen. Das Auge, ein Auge, zwei Augen. Gut, Nummer 5, was wann? Die Nase. Die Nase, ja, damit riechen wir die Nase. Und Nummer 6, damit essen wir, der Mund, genau, der Mund, Gura. So, Nummer 7. Der Hals. Der Hals, ja. Nummer 8, Anne? Der Man Arm. Meint, genau, der Arm, das ist von hier bis hier. Genau, der Arm, Brazul. Und Nummer 9, Reswan, das ist, wir benutzen diese jeden Tag zum Schreiben, zum Essen, zu vielen Aktivitäten. Das ist die? Die Farbe? Die Hand. Die Hand, Reswan. Ja, die Hand. Genau, die Hand. Und die Hand hat eigentlich Nummer 10, Anne? Finger. Finger, ja, wir haben 5 Finger. Jede Hand hat 5 Finger, also insgesamt 10. Gut, Nummer 11, das ist der Vortika? Der Bauch, ja, der Bauch. Gut, und Nummer 12, was tut mir weh nach so vielen, nachdem ich so viel Rad gefahren bin? Nummer 12, der Rücken. Der Rücken, Spatele. Ja? Nummer 13. Haben wir das Fuß? Das ist Nummer 14. Der Fuß ist 14. Ja. Und Nummer 13, das ist das Bein. Ja? Von oben bis zum Fuß. Ja? Und Nummer 14, genau wie Reswan gesagt hat, das ist der Fuß. Das ist alles. Was könnte noch fehlen? Ja, so wird es. Charmai Putalipsi. Die Brust. Die Brust, das wäre Pieptul. Sehr gut. Die Brust, das ist Pieptul. Der Zeh, was könnte das sein? Das hat mit Füßen zu tun. Die Finger des Füßes. Hier ist der Degetul de la Picior. Da? Der Zeh, Degetul de la Picior. Also, die Hand hat 5 Finger. Der Fuß hat 5 Zehen.
Das Knie, was könnte das sein? Ja, das wann? Genunchiul. Genau, das Knie, Genunchiul. Und da haben wir noch die Schulter. Die Schulter. Omer. Omer, sehr gut, Anne. Die Schulter. Umarul, die Schulter. Der Ellenbogen. Der Ellenbogen ist am Arm. Wir haben Knie am Bein und Ellenbogen am Arm. Der Ellenbogen, Kottul. So, super. Jetzt haben wir ein paar Bilder und wir wollen diese Körperteile identifizieren. Und beginnen wir von oben links. Ja, Reswan. Wir haben das Hand. Ist das das oder die? Die Hand. Die Hand. Ja, gut. Die Hand. Wir müssen immer die Substantive mit dem Artikel lernen. Genau. Nächstes, Anne. Auch oben, neben der Hand, da haben der wir. Der Finger. Der Finger, genau. Und neben dem Bild mit dem Finger haben wir was, Reswan? Das Hals. Der Hals. Okay, der Hals. Der Hals. Super. Der Hals. Gut. Und hier neben dem Bild mit dem Hals, Anne? Der Arm. Der Arm, genau. Der Arm meint man hier. Gut. Hier erkennt Schulter. Jemand? Die Schulter. Sehr gut, Reswan. Die Schulter, Umarul. Und neben dem Bild mit der Schulter, Anne? Der Rücken. Der Rücken, sehr gut. Spatele. Und von hier haben wir das Wort Rucksack. Da? Sacul de pe spate. Gut. Reswan, neben dem Bild mit dem Rücken, das ist die Brust. Die Brust, Pieptul. Man sieht das nicht so gut hier. Leider. Gut. Und hier, was könnte neben dem Bild mit der Brust sein? Das Bein? Ah, ja, aber man meint hier eigentlich der Po, worauf wir sitzen, ja? Gut. Dann, was haben wir auf der unteren Reihe? Wir haben das Bein. Das Bein, genau. Das nächste Bild? Das Knie. Das Knie. Das Knie, sehr gut. Das Knie. Plural die Knie, sagt man. Das Knie. Reswan? Wir haben einen Fuß. Der Fuß. Fuß, genau, das ist der Fuß. Und letztendlich, Anne? Der Zeh. Der Zeh, genau. Also, wir müssen uns das merken. Am Fuß haben wir Zehen, da? Genau wie auf Englisch, ja, gibt es auf Deutsch verschiedene Wörter für Finger und Zehe. Und jetzt werden wir ein kleines Spiel spielen. Wir sehen ein Bild und ihr müsst sagen, was das ist. Reswan? Das ist das, der Arm. Der Arm, gut. Anne? Das Auge. Das Auge, perfekt. Und jetzt kommt das Gesicht. Das Gesicht, genau, Faza. Oder wir können auch sagen, der Kopf, ja, der Kopf, Kapul, das Gesicht, Faza. Gut, dann haben wir, Anne? Das Ohr. Das Ohr, Plural, die Ohren, ja. Was wann? Wir haben das Hals, der Hals. Ja, die Hals. Nein. Eigentlich der Hals, ja? Maskulin, der Hals. Okay. Anne? Die Hand. Perfekt. Reswan? Der Finger. Der Finger, super, Reswan. Anne? Der Fuß. Der Fuß, genau, Plural die Füße. Und Reswan? Zeh. Der Zehe. Wir haben eigentlich zwei Varianten des Wortes. Der Zehe, Plural die Zehen
oder die Zehe, Plural die Zehen. Ja? Das bedeutet dasselbe. Super, sehr gut gemacht. Und jetzt werden wir zusammen ein Lied hören und schauen. Und wir wollen markieren, welche Körperteile sehen und hören wir in diesem Video. Ja? Und ich glaube, alle Körperteile sind klar hier. Ja? Kopf, Haare, Auge, Gesicht, Nase, Mund. Zähne, das hatten wir bisher nicht. Die Zähne sind im Mund. Dinzi, genau. Die Zähne, ja, Ellenbogen, Bauch, Brust, Rücken, Fuß, Bein, Hand, Arm und Finger und Zehe. Gut, und wir schauen uns. Also, welche Körperteile haben wir gehört? Ja, man muss auch ein bisschen sauber machen. Ja, so. So, also, welche Körperteile haben wir gehört im Lied? Ja, Reswan. Haben das Kopf. Kopf, genau, wir haben Kopf. Es geht von Kopf bis Fuß. Ja, gut. Was noch? Haare. Haare, genau. Auge. Ja. Nase. Nase auch. Sehr gut. Mund. Mund. Und Zähne. Und Zähne, genau. Was Ohr. Noch? Ohr, genau. Hals und Schulter. Hals und Schulter, genau. Ellenbogen, Bauch. Haben wir gehört? Nein. 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 Kein Ellenbogen. Brust, genau. Und auch Bauch. Und auch Bauch, genau. Fuß. Fuß, genau, von Kopf bis Fuß, ja. Bein. Bein auch, richtig. Hand. Hand, genau. Und Arm. Und Arm. Ich glaube, das ist alles. Das ist alles. Super. Und jetzt, wir schauen uns noch einmal einen Teil. Opa. Und wir wollen hier markieren,
Was machen wir mit jedem Körperteil? Ja, wir müssen ja markieren, welches Verb passt zu welchem Körperteil. Wir haben vielleicht etwas Neues hier, die Hüfte. Die Hüfte, Schulterrille, ja, die Hüfte. Gut, und wir schauen uns noch einmal das Lied und wir passen auf. Also, was haben wir erfahren? Mit den Augen? Was waren? Die Augen sehen wir. Sehen, genau. Mit den Augen sehen wir. Vedem. Ja? Mit der Nase, Anne? Riechen wir. Riechen wir, ja. Riechen. Amirosi, ja. Mit dem Ohr? Hören wir. Hören wir, genau. Mit der Hand, was haben die Kinder immer gemacht? Winken. Ja, winken wir, ja. Winken, genau. Okay. Mit den Hüften. Wackeln wir. Wackeln wir, ja. Nerotim, Schuldurile. Und mit dem Fuß. Zappeln wir. Zappeln wir, so. Gut, sehr gut. Gut, und jetzt haben wir gesagt, wir sprechen über unsere Körperteile und Beschwerde. Das ist unser Team und wir sollen sagen, was tut ihm weh, ja? Au. Wir sagen, es tut weh, etwas tut weh. Oder man hat Schmerzen. Zum Beispiel, seine Augen tun weh oder er hat Augenschmerzen. Was können wir auf Bild B sehen, Anne? Sein Bein tut weh. Sein Bein tut weh, genau. Er hat Beinschmerzen. Super, oder er hat Beinschmerzen. Was wann? Nächstes. Sein Kopf tut weh. Er hat Kopfschmerzen. Genau, super. Anne, bitte D. Sein Fuß tut weh. Er hat Fußschmerzen.
Gut. Und nächstes E. Oh, sein Fuß tut weh. Er hat Fußschmerzen. Das haben wir schon. Sein Fuß tut weh. Genau. Und das nächste in E, Raswan? In E, sein Hand tut weh. Er hat Handschmerzen. Gut. Seine Hand tut weh. Denn das ist feminin, ja. Seine Hand tut weh. Er hat Handschmerzen. Und das letzte Bild, Anne? Ja, sein Bauch tut weh, er hat Bauchschmerzen. Genau. Oh, sein Bauch tut weh. Er hat Bauchschmerzen. Gut. Genau, er hat Bauchschmerzen. Wir bemerken, dass einige Artikel E am Ende haben und einige nicht. Also, wir erinnern uns daran, für Maskulin und Neutrum benutzen wir die Form mein, sein und so weiter. Für Feminin meine und für Plural auch meine. Da haben wir ein extra E. So. Und damit sind wir für heute fertig. Wir haben heute über Körperteile gelernt. Ja? Jetzt können wir sagen, was uns weh tut. Ja? Wir können über das Befinden sprechen. Und damit verabschieden wir uns heute. Also ich winke, ja, und sage Tschüss, Anne. Tschüss, Raswan. Und danke euch für eure Hilfe. Und von Ihnen, lieben Zuschauern und Zuschauerinnen, verabschiede ich mich auch und ich sage Ihnen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen!